Wovon träumst du, Jazz? Wie kommst du drauf? Naja, ich meine, jeder hat doch irgendwas, wofür er lebt, oder nicht? Was ist das bei dir? Alter, was fragst du mich so eine Scheiße? Komm schon. Keine Ahnung. Es gibt so viel, was man machen könnte. Also für mich gibt's nur eine Sache. Du musst das Leben jetzt genießen und Spaß haben. Na, live faster, young und den ganzen Kack. Das Beste erleben. Ich mein, scheiß doch auf Schule, Mann. Ich mach jetzt eh schon viel mehr Geld, als ich mit irgendeinem Kackjob haben könnte, wenn ich mein Abitur geschafft hätte. Und was ist, wenn's dem anderen schlechter geht als dir? Ich weiß schon, was ich mache. Wenn sie dich kriegen? Ich meine, dann ist alles sofort aus, kein Spaß mehr. Nur noch eine beschissene Zelle, in der du mit, keine Ahnung, 16 anderen sitzt und vielleicht noch ein bisschen Freigang hast ab und zu. Du hast echt so viele Filme geguckt, Mann. Das wird schon nicht passieren. Ich war mal im Knast. Aber ich bin quasi sofort wieder raus, wegen guter Führung. Ich bin ein netter Junge, Mann. Ich mach mir da keinen Kopf. Ey, Jazz. Chris, Mann. Nice, danke. Was ist mit dem Geld vom letzten Mal, ha? Ich hab dir gesagt, dass ich das noch nicht hab. Aber ich brauche es. Jetzt. Wie jetzt? Hi. Komm jetzt. Oh. Und? Was? Nervös? Nein, Mann, ich krieg das hin. Mach dir keinen Kopf, Mann. Onkel Mikey regelt das schon. Halt die Fresse. Das ist er. Was spinnst du? Du kannst doch nicht einfach den an. Okay, wie heißt du? Heinz Zalewski. Okay, pass auf, Heinz Zalewski. Die Situation ist scheiße, ich weiß, aber ich brauche jetzt halt dein Geld. Was soll die Scheiße? Wir betteln den nicht an, wir rauben den aus. Wo ist dein scheiß Geld? Raus, wo dein scheiß Geld ist! Rechte Brusttasche. Nimm das Geld raus. Jetzt einfach so. Ja! Beim nächsten Mal geht das gefälligst schneller. Oh, Scheiße, Mann. Lass abhauen, Mike. Komm. Junge. Was hat der Bastard da gesagt? Mein. Was hast du Bastard da gesagt? Mike! Oh. 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 Scheiße, Mike, was sollte das? Alter, jetzt! Chill mal, okay? Wenn der Bastard seine scheiß Fresse gehalten hätte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber du hast die scheiß Kohle doch schon bekommen. Tat er dir leid, oder was? Gott, Jess, guck dir doch mal an, wie scheiße viel Geld der Typ hat. Damit kannst du Chris locker zurückzahlen. Ja, immerhin. Jess? Das wird schon noch, Mann. Das ist das erste Mal, dass du das gemacht hast, oder? Ja. Siehst du, wenn du ein paar mehr von diesen Aktionen gestartet hast, dann denkst du da gar nicht mehr drüber nach. Dann kommt das von ganz alleine. Hey, ich leg bei Chris ein gutes Wort für dich ein. Man kann bestimmt ein paar coole Aktionen mit dir starten. Alter, wir leben den Traum, Mann. Zeig mir mal das Geld. Damit bezahlst du Chris. Und hiervon
holen wir uns einen Döner. Na komm. Fuck, was machst du hier? Komm runter, Jonas. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Hast du mich verfolgt? Wer bist du eigentlich? Hast du die scheiß Bullen gerufen? Oh, ich schwöre dir, wenn du die scheiß Bullen gerufen hast... Ich hab's gar nicht gerufen. Ach ja. Und was machst du dann hier? Ich will mit dir reden. Was willst du denn mit mir reden? Jazz, du brauchst Hilfe, okay? Hast du mir Hilfe? Jazz, merkst du das nicht? Du hast den Mann mit Mike gestern umgebracht. Nein, das habe ich nicht. Nein, das habe ich nicht. Ich wollte doch nur sein scheiß Geld haben, ja. Und dann kommt Mike und ist dann da. Ich wollte das alles nicht. Das war alles Mike, okay? Aufmachen, Polizei! Du hast die Bullen doch gerufen, ja? Öffnen Sie die Tür! Bleib hier, ich klär das. Öffnen Sie die verfickte Tür! Ich hab dich erwischt, ne? Ich hab mir was durch den Kopf gehen lassen. Mike hat gesagt, du hast dich echt nicht schlecht geschlagen letzte Nacht. Solche Typen wie dich brauche ich. Wir könnten richtig gut Asche zusammen machen. Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Ihr habt den Typen gestern krankenhausreif geprügelt. Und du weißt nicht, ob du mitmachen willst? Ich fühle mich gerade echt nicht so... Jess, denk mal an das ganze Cash! Und dann sieh dir deine Bruder an. Aber dann denk wieder an das ganze Cash! Was wir zusammen machen können! Shit, man. Der Alte wäre doch eh irgendwann mal verrückt. Irgendwann trifft's doch jeden. Scheiß auf den. Nein, Mann, ich will das nicht mehr. Jess, komm schon. Nein, Chris, ich will das nicht mehr. Ich bin raus. Jess! Wem hast du das alles zu verdanken? Ich hab dich aus der Scheiße damals rausgeholt. Was wärst du jetzt ohne mich? Außerdem schuldest du mir noch eine Menge Geld. Und solange ich das nicht habe, wirst du für mich arbeiten. Verstanden? Okay. Ob du mich verstanden hast? Ja, hab ich. An 20 Uhr. Morgen. Wir sehen uns. Warum machst du den Scheiß? Was soll ich denn sonst tun? Ich bin dem Arschloch noch was schuldig. Chris hat mich damals aus diesem Scheißloch rausgeholt. Jess, er holt dich nicht raus. Er zieht dich da immer weiter mit rein. Fühlst du nicht?
Auch wenn du das nicht wolltest, das ändert nichts an der Tatsache, dass der Mann jetzt tot ist. Du musst da nicht finden da schon einen Weg raus. Da ist er ja. Jazz. Geil. Ich wusste, dass ich dir alles überlebe. Das Geld schmeckt dir, ja? Ich meinte das ernst. Ich bin nicht mehr da. Ich hab den Typen nicht ein einziges beschissenes Mal getreten. Das war alles mal. Brauchst du nicht. Was soll das denn heißen, Alter? Ey, ganz ruhig. Okay. Dann wird unser kleiner Jonas ab jetzt nicht mehr mitspielen. Suchen wir uns halt den anderen, ha? Digga, du rastest nicht, oder? Es ist mir scheißegal, wer von euch beiden diesen Typen umgelegt hat. Alles, was ich will, ist mein Geld. Und solange ich das nicht habe, arbeitest du für mich. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das kann doch jetzt nicht dein scheiß Ernst sein. Ich dachte, du wärst korrekt. Korrekt, Alter. Du hast den Typen umgebracht. Der Pisser hat's doch nicht anders verdient. Ihr seid doch alle völlig behindert im Kopf. Du hast es nicht anders gewollt. Stopp! Wach auf. Wach auf, Jess. Hey. Was ist passiert? Du hast das Richtige gemacht. Was machst du hier? Wer bist du? Das weißt du selbst. Warum nimmst du das alles auf dich? Polizeinotruf Wuppertal, was kann ich für Sie tun? Ich weiß, wer Samstag den alten Mann umgebracht hat.